Psst. Er ist da. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Farm-Vlog. Ich habe gestern Abend einen Anruf gekriegt, oder gestern Nachmittag war es, glaube ich. Und zwar, der Weidemann soll heute kommen. Ja, jetzt ging es auf einmal schnell. Anruf gekriegt, morgen ist er da. Sollte die nächsten paar Minuten eigentlich auf dem Hof eintreffen. Und dann gucken wir mal. Dann ist er da. So, jetzt ist es endlich soweit. Ihr habt lange gewartet, ich habe natürlich auch lange gewartet, aber jetzt ist es soweit. Mein Weidemann ist da. So, wir werden das mal eben Schritt für Schritt durchgehen. Ich habe den Lieferschein hier, damit ich nichts vergesse, was ich da alles mit reinbestellt habe und euch natürlich nichts verheimliche. Deswegen gehen wir das mal eben Punkt für Punkt durch. Also, fangen wir oben an. Ein Weidemann Hoftrag 1390 ist das Ganze. Achso, übrigens, er ist leider schon ein bisschen dreckig. Ich habe gestern schon ein bisschen damit gearbeitet und überwaschen ging jetzt schlecht, weil das heute Nacht gefroren hat und jetzt ist es immer noch frostig. Deswegen ist Wasser abgestellt und ja, bevor der hier gleich ein Eispanzer drauf ist, muss ich ihn euch leider ein bisschen dreckig vorstellen. Aber ein paar Aufnahmen, als er abgeladen wurde, hatte ich ja, als er nagelneu war. So, und zwar mit Kabine zweiteilig die Türen. Kann man dann schnell reingucken. Die ganze Tür gibt es auch als einteilig. Ich habe mich aber für zweiteilig entschieden. Zweiteilig halt heißt, dass ich hier noch einmal die ganze Tür aufmachen kann, dass sie halt, ja, wie der Name schon sagt, zweiteilig ist. Vorteil habe ich darin gesehen, dass, ja, wenn man mal eben mit einem Kollegen oder irgendwas sprechen will, der draußen steht, kannst du eben die kleine Tür aufmachen. Muss nicht immer die ganze Zeit die große Tür aufmachen oder andererseits. Vor allen Dingen im Frühling. Ja, wenn das gerade so ist, dass es mit Tür auf zu kalt ist und mit Tür zu warm, kannst du nur mal eben oben die Scheibe aufmachen. Auf der Straßenfahrt kannst du sonst oben die Scheibe aufmachen. Brauchst nicht immer die ganze Tür aufhaben. Fand ich umso schöner, deswegen zweiteilig. Ich weiß gar nicht mehr, irgendwas war an der einteiligen noch, was ich als Nachteil finde. Kann ich aber nicht mehr sagen. Das ist schon ein paar Tage her, als ich den bestellt habe. So, als nächstes kommt Fahrgestellnummer, brauchen wir nicht. Die Räder sind jetzt 15, 55, 17 Zoll BKT Reifen drauf, haben wir jetzt mit Ackerstollenprofil gewählt. Die ganzen gibt es auch, also es gibt ja unzählige Reifenformen und Größen, sind jetzt die größten Reifen, die wir hier raufgekriegt haben. Einpresstiefe war jetzt 40er Einpresstiefe. Wir haben uns jetzt für Ackerstollenprofil entschieden, weil wir halt, ja, öfters mal auf Matsch fahren müssen. Sieht man ja, im Moment war auch im Matsch tätig. Der soll dann ja auch zum Ballen aufladen und Mieteform oder Mieteaufsätzen eingesetzt werden. Deswegen haben wir uns für das Profil entschieden, weil das halt im Matsch und so auf dem Acker besser durchzieht. Kommen wir gleich noch zu, ist 30 km/h Maschine, soll also auch auf der Straße fahren. Dafür sind die natürlich nicht ganz so gut und sind auch nicht ganz so standfest. Es gibt noch andere Reifen, mir ist gerade entfallen, wie die genau heißen. Die sind ein bisschen eckiger dann, die stehen dann besser, weil der dann nicht so hin und her weicht, wenn der Frontlader ganz oben ist. Ja, das ist jetzt von jedem so ein bisschen die Vorteile. Klar, ein paar Nachteile sind auch dabei, aber wir probieren sie mal aus. Falls wir in 2 Jahren sagen, die sind total kacke, die Reifen, wir brauchen andere, die nur auf der Straße laufen, dann werden wir die halt irgendwann umtauschen. Aber ich denke, dass es erstmal die richtige Wahl geworden ist. Wie gesagt, sind im Moment die größten Reifen, die darauf passen. Also Außenbreite kann ich euch gerade gar nicht so sagen, muss ich nochmal eben nachmessen. Aber da haben wir jetzt kein Auge drauf gelegt, war, ja, geworfen, gelegt.
weil wir eigentlich keine schmalen Einfahrten haben, wo wir auf jeden Fall durch müssen. Was wir hier alles so haben, das passt auch, wenn er ein bisschen breiter war. Deswegen war uns breite Reifen wichtiger, als dass er schmal ist. Der ganze, achso, als nächstes steht hier Euroaufnahme, hat der gute. War ja mehr oder weniger klar, die ganzen Träger haben jetzt, ja, bis auf die Klinkenlader, Euroaufnahme, der GT hat Euroaufnahme, der Fendt auch, der große, der 600er. Deswegen hat der natürlich auch Euroaufnahme gekriegt, dass der Ballenspieß und alles andere, was ich bis jetzt habe, da auch rankommt. So, der Motor, haben wir einen Yanmar 3TN V86 mit 33,3 kW, ich habe es mal eben kurz ausgerechnet, überschlagen. 1 kW sind ja 1,36 PS, also irgendwie um die 45 PS. Ich kann mal eben aufmachen hier. Das ist der mittlere Motor. Den ganzen gibt es auch eine Nummer kleiner und eine Nummer größer. Der kleine, ich weiß nicht, hat der irgendwie 28 oder 31 PS, ich muss lügen. Und der große, glaube ich, irgendwie um die 55. Der kleine Motor ist ein anderes Modell, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Der da drin ist, ist das gleiche Modell wie eine PS-Stärke höher. Nur, dass der PS-stärkere gechippt ist. Also ganz theoretisch, falls irgendwann mal man sagt, der braucht mehr Dampf und das reicht vorne und hinten nicht, was ich nicht glaube, könnte man sagen, wenn er aus der Garantie raus ist, kommt der schwarze Bus da eben einmal vor, chippt den hoch und dann hat er auch den großen Motor. So ist das nicht. Dann kein Unterschied. Hat kein AdBlue, aber natürlich Abgasnachbehandlung muss also frei brennen. Das haben wir, 30 km/h Version, kriegt also Nummernschild und Straßenzulassung. Müssen wir noch anmelden. Ich glaube, nächsten Montag haben wir, glaube ich, Termin für Zulassungsstelle. Dann kriegt der Nummernschild und wird angemeldet. Dann dürfen wir damit auch auf der Straße fahren. Deswegen hat er halt auch, ja, richtig, Straßenpaket mit Blinker und so. Da habe ich mich jetzt für die Halogenlampen entschieden. Die gab es auch noch alles als LED-Straßenbeleuchtung. Die sollten doch aber einen kleinen Aufpreis kosten und das habe ich jetzt nicht eingesehen. Für die Straßenfahrt extra LED-Beleuchtung, da habe ich gedacht, tun sie normalen Halogen-Scheinwerfer auch. Das war das, Straßenzulassung, wie gesagt, kriegt er. Dann als nächstes steht hier PZ-Kinematik LS937. PZ-Kinematik stellt dieses Teil in der Schwinge dar, wie er seine Kraft überträgt. Da gibt es, meine ich, auch drei verschiedene Sachen. Das ist jetzt diese PZ-Kinematik. Ich glaube, als ich den Vorführer hatte, hatte er nicht diese, sondern noch eine andere. Da ist der Stempel. Entschuldigung. Da läuft der große Stempel hier einmal mitten drauf mit bei. Da fand ich die Übersichtlichkeit nicht ganz so schön. Deswegen habe ich mich erstens dafür entschieden. Und ich meine, der Träg kann so noch ein bisschen höher greifen mit der Kinematik hier. Ich muss mal eben abbrechen, ich muss mal eben was trinken. Ich kriege gerade den Hustenanfall hier. Weiter im Text. Ich hoffe, jetzt geht es einigermaßen. Wie gesagt, die Kinematik habe ich mich jetzt für entschieden, von der Übersichtlichkeit. Wir können es ja mal eben reinsetzen. Warte, die Scheibe muss hier wieder ran. Na, komm, so. Kann man schön halt gucken. Sonst, bei dem Vorführer hatte man hier den großen Stempel. Da konnte man nicht so schön sehen, wie gesagt, fand ich. Deswegen habe ich mich unter anderem für die entschieden. Die Schwinge an sich ist die lange Version. Die gibt es auch in zwei verschiedenen Versionen. Die ist jetzt, ich glaube, 10 cm länger oder so. Auf die genauen Daten könnt ihr mich jetzt nicht festnageln. Das ist halt schon, ja, letztes Jahr im Januar habe ich ihn, glaube ich, bestellt. Also von daher, da fehlt noch ein bisschen Wissen, was ich da im Jahr mit dem Berater angeeignet habe. Ich kann sonst mal fragen oder auf der nächsten Messe vielleicht nochmal mit Jakob schnacken, ob er nochmal so einen kleines Interview machen will, falls der ein oder andere da Interesse dran hat. Das war das. Achso, das ist sowieso alles einigermaßen ausgelegt aus Ballenstapeln, dass er oben schön an der Mitte ankommt, deswegen die lange Schwinge, auch die großen Reifen, dass er halt noch ein paar Zentimeter höher kommt. War jetzt so halt Mischung aus zwischen klein und wendig halten und einigermaßen groß, dass er auch auf die Mieten oben hochkommt. So haben wir versucht, den einigermaßen auszulegen. So, als nächstes steht hier PA 49 Mitteldruck mit Sperre. Das müssten die Achsen sein. Sind, meine ich, die größten Achsen, die es gibt. Die sind da reingekommen mit Differentialsperre. Ist auf dem Joystick, gucken wir uns nachher noch eben an. Achso, Equipment Care, also ist GPS überwacht. Falls er mal geklaut wird, können wir gleich nachvollziehen, wo er ist.
Rangierdorn ist auf der anderen Seite. Ist hier mit drauf, auch schon benutzt, wie man sieht. Da kannst du halt die Anhänger mal eben überstülpen, Splint durch, und dann kannst du sie überall hin rangieren. Dann luftgefederter Fahrersitz. Gibt es auch zwischen mechanisch gefederten und Luftfederung. Ich habe mir jetzt für Luftfederung entschieden. Einerseits auf der Straße natürlich angenehmer und auf dem Acker natürlich auch angenehmer Luftfedersitz, finde ich. Andererseits, falls man in der Ernte echt verschiedene Fahrräder hat, wenn er mechanisch eingestellt ist, du veränderst ihn nicht. Da setzt du dich rauf und fährst, hat keine Lust da dran zu kurbeln oder zu stellen. So ein Luftfedersitz, dann ja, ist halt ganz einfach, hier mal eben ziehen, dann lässt er Luft abdrücken, dann pumpt er hoch. Das stellst du dir doch nochmal eben schneller ein und wenn man so eine Maschine kauft, habe ich gedacht, sparst du am Sitz jetzt nicht die letzten 100 Euro. Ich habe sowieso an der ganzen Maschine nicht gespart, wie man wahrscheinlich sieht. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt einmal investiere, dann richtig, dann will ich nicht sagen, oh, hätte ich mal noch eine Heizung mit reingenommen, dann friere ich im Sommer, friere ich im Winter und schwitze im Sommer, deswegen gleich mit Dach, Klimaanlage und alles drum und dran. Aber da kommen wir gleich noch eben zu. So, Luftsitz-Radio-Vorbereitung. Hier ist so eine Blindkappe drauf, da muss ich selber das Radio nochmal eben einsetzen. Das war da nicht mit bei, das war nur die Vorbereitung. LED-Arbeitsscheinwerfer habe ich auch das große Paket genommen. Normalerweise ist nur ein Arbeitsscheinwerfer dran, meine ich. Das sind jetzt vorne zwei LEDs und hinten auch nochmal zwei LEDs. So, Handgas habe ich mitgenommen. Das ist dieser kleine Eumel hier. Also, ja gut, zu dem anderen komme ich gleich. Ich glaube, wir machen das sowieso. Ich stelle euch die ganze Liste einmal vor, was ich damit reingenommen habe. Und die ganze Bedienung machen wir in einem How to Drive nochmal extra. Das übersteigt, glaube ich, sonst hier das ganze Video. Das wird sonst alles ein bisschen arg lang und mehr oder weniger kompliziert. Deswegen machen wir, glaube ich, nur erstmal hier die Liste, was alles mit drin ist. Also, Handgas ist das hier. Habe ich vor allen Dingen für die Straßenfahrt mit reingenommen. Dass, wenn du lange Strecken hast, wenn du zum Ballen aufladen irgendwo hinfahren willst, haust du den eben nach unten, kannst deinen Fuß vom Gas nehmen und einfach laufen lassen, die Kiste. Und ja, so bei mit der Kehrmaschine oder so kannst du den zur Not auch mal eben ein bisschen anmachen, dann brauchst du nicht die ganze Zeit auf dem Gas stehen. Deswegen habe ich den vor allen Dingen mit reingenommen. Handgas, dritte Steuerkreis proportional, ist ja mehr oder weniger Standard. Ja gut, nicht ganz. Das ist der große Hebel jetzt. Den dritten Steuerkreis hat man ja auch kriegen können über so einen kleinen Hebel hier. Ich habe jetzt den großen Joystick genommen, die auch oft bei den großen Radladern drin sind. Da hat er den Steuerkreis nämlich hier hinten drauf. Das ist auch ganz angenehm, musst du nicht umgreifen. Kannst du alles in einer Hand dann haben und bedienen. Hier hinter sitzt auch noch der Knöpfe für die Differentialsperre. Also drücken ist dann 100% gesperrt, loslassen wieder ungesperrt. Dritten Steuerkreis hatten wir, Handinching. Ist dann, muss man die Kamera wieder machen, da ist dann dieser Pinökel hier. Kann man sich vorstellen, der rechte Hebel ist im Grunde das Gaspedal und das linke ist das linke Bremspedal. Ist ja kein Bremspedal, Inching-Pedal. Also quasi, dass du nicht das drücken musst beim Fegen, dass du ein bisschen mehr Drehzahl kriegst, kannst du nämlich auch dann hier ein bisschen Drehzahl geben und dein Inching ein bisschen runternehmen. Oder drücken, besser gesagt, dann fährt er auch langsamer. So ist das Ganze nämlich. Ladeschwingdämpfung habe ich mit reingenommen, vor allen Dingen für die Straßenfahrt. Das ist halt 30 km/h Version. Und wenn du dann Ballenzange oder irgendwas drin hast, vor allen Dingen jetzt die große Quaderballenzange, die hat ja da ein bisschen Gewicht. Und wenn er dann die ganze Zeit wippt, das muss ja auch nicht sein. Deswegen haben wir dieses kleine Knöpfchen damit reingenommen. Ist halt elektronisch gesteuert und dann macht er die Stickstoffblase auf und hat dann Schwingungstilgung. Klimaanlage haben wir mit drin. Sind hier verbaut. Einmal diesen hier, weil ich im Sommer halt nicht schwitzen will beim Aufladen. Ganz einfach. Elektronik an Elektroanschluss vorne. Gucken wir gleich mal eben hin. Der ist dann hier quasi belegt, da oder da. Das müsste sein, einfach beim Drücken, dass er dann Strom kriegt. Und Nummer 2 müsste einmal drücken sein, hat er Dauerstrom. Da vorne ist nämlich die Steckdose. Ob man die jemals braucht, keine Ahnung. Ich habe es jetzt einfach mit reingenommen. Wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, bei irgendeiner Schaufel oder sowas vorne Beleuchtung hat, Blinker oder irgendwas, kannst du den damit anschließen. Oder andererseits, wenn du, weiß nicht, eine Heckenschere hast und
die zwei Positionen kann oder irgendwie sowas, kannst du die eine Position anwählen, dann drückst du deinen Elektrosteuerkreis, dann schaltet er ein Ventil um und hat dann die zweite Steuergeräte quasi drauf. Das hätte ich erklärt, glaube ich. Ja, ich glaube, ich hoffe, man versteht, was ich meine. Dass du halt Ventile zur Not elektronisch da umschalten kannst. Deswegen habe ich das alles mit reingenommen. Kann man alles nachrüsten, ist dann natürlich ein bisschen aufwendiger und kostet alles wieder. Deswegen habe ich es jetzt gleich alles mit reingenommen. Anhänge, ja, da waren wir. Anhängekupplung hinten, Rangierkupplung. Nappa. Kommen wir hier eben einmal hinten zu. Ist halt dieses Teil. Mehr oder weniger nur Rangierkupplung. Man kann auch noch eine große, ich glaube eine Rockinger ist das, Anhängerkupplung kriegen. Also richtiges Zugmaul. Im Grunde soll er sowieso nicht so viel mit Anhänger fahren auf der Straße und auch nicht so im Gelände. Muss nicht sein für den Hydrostartantrieb. Ich habe es jetzt eigentlich nur mit reingenommen, wenn du echt mal einen leeren Ballenanhänger mal eben mit zum Stück nehmen willst oder so. Dass du den da einhängen kannst. Und aus diesem Grunde steht hier als nächstes auch 7-polige Steckdose, dass du den auch richtig dann anstecken kannst, dass er auch Blinker hat. Ich habe hier auch ein paar Flächen im Dorf, dass du mal eben, weiß ich, einen halben Kilometer da mit dem Anhänger hinfahren kannst auf der Hauptstraße und dann auch richtig blinken kannst, nicht, dass dann auch wieder kein Blinker geht und nix. Deswegen habe ich die Dose mitgenommen. So, hinten ist außerdem ein doppelwinkendes Steuergerät mit angeschlossen. Habe ich aus dem Grund genommen, falls du echt mal eben keinen Träger frei hast. Gut, als ich den bestellt habe, habe ich den GT noch nicht gehabt. Da war das noch ein bisschen was anderes. Deswegen sind ein paar Teile jetzt mehr oder weniger doppelt gemoppelt. Habe ich aber mit reingenommen, falls man gerade keinen Träger zur Hand hat. Um mal eben irgendwie einen Kipper abzukippen, kannst du den mal eben ranfahren und dann abkippen und gut ist. Deswegen hat er noch Steuergeräte hinten mitgekriegt. So, Wasserfüllung in allen vier Reifen hat er. Sind pro Reifen, meine ich, um die 50 Kilo, also 200 Kilo hat er nochmal unten, die wirklich schön unten sind, damit er runtergedrückt wird, dass er nicht kopflastig wird und auch perfekt verteilt. Erst wollte ich ein Kontergewicht haben, gibt es auch hinten, dass du da eins unterschraubst. Wurde mir so ein bisschen von abgeraten, wurde mir erklärt, vor allen Dingen, wenn du zum Beispiel was hochschieben willst, irgendeinen Misthaufen aufschieben oder so und er steht dann schon ziemlich steil und kriegt dann durch das Kontergewicht hinten ja, mehr oder weniger Übergewicht und überschlägt sich dann, wenn man die Schwinge ganz hoch hat. Mit Wasserfüllung in Reifen geht das nicht so schnell, weil die natürlich auch vorne dann mit drücken und wirklich nach unten mit hindrücken. Das kann man aber schon merken beim Fahren, bin ich der Meinung, dass er wirklich echt sicher steht und Druck auf die Räder hat. Deswegen gleich Wasserfüllung in alle vier Reifen mit reingekommen. Außerdem Kugelkopf K50 links verbaut. Wurde ja auch mit aufgeschweißt, wenn wir den Pferdeanhänger mal eben rangieren wollen, müssen wir öfter mal, zum Beispiel jetzt, heute oder morgen müssen wir noch eben HD-Band wieder einladen. Brauchen wir den Audi nicht mal davor machen zum hier vorfahren. Machst du eben mit dem Weidemann da einmal anpicken, fertig. Anhänger dahin schieben und kannst einladen. Trittstufenverbreitung links steht hier. Vor allen Dingen, weil wir so breite Reifen haben, kommt es jetzt halt nicht auf den letzten Zentimeter an. Normalerweise wären die Trittstufen halt nur bis hier gewesen. Wir haben eine Trittstufenverbreitung mitgenommen, dass du noch leichter und schöner aufsteigen kannst. Ich habe noch gar nicht geguckt, ob es wirklich nur links ist. Ich dachte, dass es rechts auch wäre, aber ja doch. Rechts ist auch Trittstufenverbreitung, weil da auf dem Lieferschein nur links steht, aber es hätte mich gewundert. Also beide Seiten, breiterer Tritt. Das ist doch wirklich angenehm, als wenn du hier ganz hinstellen musst, dann kommt hier nämlich schon die Kante. Und wie man sieht, wenn man die Reifen kleiner gewählt hätte, wäre es noch wieder was anderes, wenn man eine schmale Stelle rein muss. Aber dass wir hier noch genügend Platz haben, kommt es auf, wie gesagt, die paar Zentimeter nicht an. Deswegen haben wir es mitgenommen. So, dann kommen wir schon fast zum Ende. 30 km/h Version zulassungspflichtig steht hier noch. Das war's mehr oder weniger zum ganzen Weidemann, was ich damit reingenommen habe. Der Rest ist, glaube ich, ja, ist nicht ganz Standard, warte mal eben. Da steht hier alles gar nicht mit drin, was wir hier noch mit reingenommen haben. Das sind diese ganzen Knöpfkes hier. Achso, hier ist übrigens der Taster dann für hinten das doppelwinkende Steuergerät. Und Heizung natürlich. Ja, das ist Getriebemanagement mehr oder weniger. Im Moment steht es auf Auto. Kann im Eco-Modus noch fahren und M-Drive-Modus. Erkläre ich dann alles, wie was funktioniert im How to Drive, würde ich sagen. Dass wir nochmal eben die Knöpfe gesehen haben, die da mit dran sind. Ansonsten
wie gesagt, ich bin schon ein paar Stunden gefahren. Als er gekommen ist, der Weidemann, hatte er 4,4 Stunden, meine ich. Ich kann mal eben gucken, was er jetzt hat. Jetzt hat er schon... Na, komm. Will er nicht, muss ich ihn anmachen. 11,1 Stunden schon, also ein paar Stunden hat er schon gemacht. So, als nächstes, lief wahrscheinlich noch nicht zu Ende. Wir haben noch eine Kehrmaschine mit dazu gekauft. Hier steht sie, und zwar 1,80 Meter breit mit Sammelwanne gleich. Und die Sammelwanne ist hydraulisch zum Auskippen. Ja, ansonsten natürlich auch Euroaufnahme. Und das letzte ist die Greifschaufel, haben wir auch eine mit dazu gekriegt. 1,50 ist sie jetzt, auch von Merten selber gebaut, mit zweiteiligen Obergreifer. Erkläre ich gleich nochmal eben, was das auf sich hat. Mal eben kurz vorher. Diese Seitenwanne kann man rausschrauben. Hier sind so ein paar Schrauben, dann kannst du das ganze Blech rausnehmen. Wenn du mal Busch fahren willst, kannst du dann schön reinkneifen. Dann ja, baut sich der Busch hier oben nicht auf, sondern kann gleich hier schön in die Vertiefung dann rein und kriegt man mehr mit zum Kneifen. Moment, ich muss mal irgendwas trinken. So, warum die Greifschaufel so jetzt gebaut wird mit den doppelten Zylindern bzw. zweigeteilt, kann ich euch jetzt mal eben zeigen. Das ist mehr oder weniger der PZ-Kinematik geschuldet. Klar, man kann natürlich auch ein normales Krokodilgebiss ranmachen, was einteilig ist. Aber ich setze mir eben schnell rauf und klappe die Schaufel mal eben ein. Wenn man den ganz eingezogen hat, dann ist es gerade so, dass der eine Hydraulikzylinder vom Frontlader an die Zange stoßen würde. Moment. Ja, ziehen wir eben ein. So, ich mache einmal ganz auf die Zange. So, jetzt sieht man, wenn die ganz geöffnet wäre, die Zange, geht dieser Zylinder dann genau da durch, was dann halt bei einer einteiligen Zange, ja, Kollisionen erzeugen würde. Klar, man kann natürlich darauf achten, wenn man es weiß, dass du nicht ganz aufmachst oder nicht ganz einziehst. Aber falls du dann doch mal einen Fahrer hast, der das nicht weiß oder du mal in Gedanken bist und nicht dran denkst, dann haust du da jedes Mal halt ein gegen Zylinder. Deswegen baut Mertens das natürlich so. Ist halt ganz praktisch. Andererseits kannst du die Zange auch zweiteilig zumachen. Ich habe erst gedacht, bei den ersten zwei Zangen, oh, das ist total ungewohnt und komme ich gar nicht mit zurecht, das ist total komisch. Aber ich muss sagen, im Moment gefällt es mir ganz gut. Ich habe gestern für unseren Nachbarn ein bisschen Busch aufgeladen. Ja, mal gucken, kriege ich das jetzt so hin, dass ich das irgendwie... Ah, jetzt kriege ich es gar nicht hin. Er kann eine Seite halt weiter zumachen als die andere. Hat halt den Vorteil, wenn du meinetwegen die Seite schon ziemlich beladen hast, dass da voll der riesen Knubbel Busch ist, macht er den nur so weit zu, dass er Druck hat. Und hier ist nur ein ganz bisschen was, dann fährt er den noch weiter runter und drückt das auch noch mit zu. Oder wenn du eine große Zange Mist hast oder nur einseitig beladen hast beim Ausmisten, greift er die Seite, wo der Mist hoch sitzt, schön zu, und wo nicht so viel sitzt, hat er den trotzdem gut zu packen, weil er noch ein bisschen weiter runter drücken kann. Das ist halt der Vorteil an der Zange. Muss man sich ein bisschen mit arrangieren und ja, ein bisschen mit arbeiten. Ist anders als ein normales Krokodilgebiss, aber nicht schlecht. Ja, das war es eigentlich so mehr oder weniger vom Ganzen. Kann sonst ja noch mal eben ein Röntchen fahren. Ach so. Mal eben den Deckel hinten zumachen, sonst gibt es gleich Bruch, wenn ich nichts sehe. Aber ich glaube, es ist noch kein Kratzer drin, so wie ich es gesehen habe. Moment. So, jetzt nochmal eben. Also alles noch lackfrisch. Eineinhalb Tage gut überstanden. Ich habe so ein bisschen Busch schon weggefahren, aber noch nirgendwo hängen geblieben. Alles noch frisch, ist alles nur Dreck. Noch schier, ich bin gespannt, wann der erste Kratzer da reinkommt. Aber man muss sagen, von der Verarbeitung, wenn man die Tür alleine hört, dann machen wir eben den Motor aus. Also da brauchst du nichts mit schlagen, die kannst du so zu essen. Das ist wirklich, ich würde sagen, Autostandard.
Ja. Ansonsten schöne Maschine, würde ich sagen. Ich denke mal von der Größe genau richtig für uns. Nicht zu klein, nicht zu groß. Noch schön wendig, dass man, also da, kann aber eben hingehen. Dazwischen Schweinestall und Boxenlaufstall komme ich mit dem auch locker durch. Also von dem her auch perfekt. Also ich denke mal, das hat sich gelohnt, dass wir den genommen haben. Also hier komme ich locker durch, auch wenn da irgendwas steht, komme ich sofort links abgebogen. Das ist kein Problem. Bis jetzt sehr zufrieden, ich denke mal, das bleibt auch so. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass er endlich da ist. Ich denke mal, ihr auch, oder hoffe ich zumindest. Und dann werden wir gleich mal ein bisschen nach damit arbeiten. Ihr seht das wahrscheinlich im nächsten Vlog. Ich muss mal gucken, wie lange das bis jetzt geblieben ist, das Video. Und dann wird es nächsten Vlog ein bisschen was mit dem Weidemann geben, wo wir arbeiten. Und ich muss mal gucken, wie ich das schaffe. Irgendwie die Tage mache ich noch ein How to Drive und erkläre dann wirklich jeden einzelnen Hebel. Ich meine, hier sind ja ein paar mehr verbaut. Dann wirklich ausführlich und erkläre mal eben, wie was geht.